dem folgenden Zitat aus Hammermeister Jacques Lacan, Seite 38, stimmen wir nicht vollständig zu. Denn die Setzung von Wahrheit nach unserer Meinung als immer petifizierende Symbolisation individueller Art, und zwar immer nur eines monistischen Begehrens in einem Prozess, wird hier verschleiert. Wenn es auch nicht um die Wahrheit der Philosophie geht, so ist die einzige Wahrheit, der Lacan am nächsten gekommen ist, in Dekonstruktion der Wissenschaften. Dekonstruktion ist falsch, Desillusionierung und Entlarvung der Wissenschaften, aber Hochbringung der psychoanalytischen Wahrheit als der einzig kreisende Prozess, der der Wahrheit am nächsten kommen im Prozess selbst. Zitat von Hammermeister, Seite 38, Althusser charakterisierte Lacans Rhetorik als das gemimte Äquivalent der Sprache des Unbewussten, die demzufolge nur allzu oft an der gleichen Rätselhaftigkeit teilhaft. So versteht Lacan denn auch unter Wahrheit nicht so sehr ein philosophisches Konzept, das auf Korrespondenz von Urteil und Sachverhalt, auf Kohärenz von Urteilsgruppen oder pragmatisch auf erfolgreiche Umweltkontrolle angelegt ist, sondern vorrangig eine Beziehung zwischen Subjekt und Unbewusstem, die konzeptuell nicht zu fassen ist. Bis hierher alles richtig, nur dass sie konzeptuell nicht zu fassen sei, ist Unsinn. Die Wahrheit dieses Verhältnisses ist folglich auch weder unbedingt schön, noch angenehm, noch nützlich. Auch das ist richtig. Sie ist zudem radikal individuell, das heißt, sie ist je meine Wahrheit und kein verallgemeinerbares Urteil. Das ist unrichtig. Ist zwar immer meine Wahrheit, aber sie ist in ihrer Setzung dennoch ein Urteil, das den anderen Verallgemeinerungen entgegensteht. In einem Vortrag über das Verhältnis von Psychoanalyse und Kriminologie erklärte, dass Wahrheit kein fixiertes Wissen darstellt, sondern eine Dialektik in Bewegung. Das heißt, Wahrheit wird nicht vorgefunden, sondern entsteht aus den verschiedenen dialektischen Interaktionen von Subjekt und Unbewusstem, Analytiker und Analysant und so weiter. Sie bleibt vorläufig und konzeptfern, aber gleichwohl wirkungsmächtig und erschütternd. Fixiert im Konzept des Bewusstseins wird sie zur Lüge. Gleich zu Beginn des Seminars 11 erklärt Lacan, es gebe keine Wahrheit, die nach ihrem Durchgang durch das Bewusstsein nicht zur Lüge werde. Das ist nur halb richtig, denn natürlich wird sie zur Lüge, aber die Lüge ist eine tiefere Wahrheit dessen, was das Unbewusste aus einem spricht. Und selbst das Unbewusste ist wieder eine Lüge dessen, was das Heucherontische hinter dem Unbewussten mit dem Unbewussten darstellt, um die Existenz-Daseinsstruktur zu verschleiern. Ein doppelbödiges Lüge-Wahrheitsverhältnis, die sehr wohl konzeptualisiert wurde. Lacans Wahrheit ist ultimativ wohl eher die Wahrheit eines poetischen Verses als die eines logischen Urteils. Das ist eine große Verkennung. Siehe im Seminar 23 über Joyce, das Symptom als die andere Seite des Symbols ist mehr als sogar ein logisches Urteil. Sie ist eine Topographie. Die Wahrheit ist insofern philosophisch, als sie eine ethische Verpflichtung mit sich bringt. Am Ende des Seminars 7 zur Ethik in der Psychoanalyse sagt Lacan, und es ist, weil wir besser wissen als unsere Vorgänge, wie wir die Natur des Begehrens erkennen, das im Zentrum dieser Erfahrung liegt, dass ein neues Bedenken der Ethik möglich ist, dass diese Form eines ethischen Urteils möglich ist, von einer Art, die dieser Frage die Wucht des jüngsten Gerichts gibt.
hast du in Übereinstimmung mit dem Begehren gehandelt, das in dir ist. 6. Juli 1960. Allein dieser Satz zeigt, dass es sehr wohl eine Konzeptualisierung gibt, nämlich die Wahrheit in Bewegung, in sich sprechen lassen durch das Unbewusste, um nicht nachzulassen im eigenen Begehren. Fortsetzung: Die jemalige Wahrheit des Begehrens verlangt praktische Realisierung, nicht nur kognitive Akzeptanz. Dem würde Pessoa widersprechen und auch Joyce. Dieser praktische Gehalt des Wahrheitsbegriffs erscheint zunächst pragmatisch, doch widerspricht er dem Pragmatismus darin, dass er nicht unbedingt zu einer erfolgreichen Anpassung an die Umwelt führt. Es geht überhaupt nicht um den amerikanischen Pragmatismus, sondern es geht eben zur Erfüllung des eigenen Begehrens und nicht Anpassung an die Umwelt, sondern Revolutionierung der eigenen Strukturen. Sondern, dass sich stattdessen zusätzliche Konflikte, Inkongruenzen, Unannehmlichkeiten oder Entfremdungen ergeben können, sogar ergeben müssen. Zudem ist dieser Wahrheitseffekt zwar epiphanisch, aber er geht nicht zu sehr aus kognitiven Prozessen hervor. Vielmehr verfolgen die Vorträge selbst noch in gedruckter Fassung das Ziel, eine quasi analytische Erfahrung zu produzieren, das heißt eine Adjustierung des Unbewussten hervorzurufen. Auch das ist eine große Verkennung, weil es natürlich nicht um kognitive Prozesse des Ichs geht, aber wenn das Unbewusste ebenfalls strukturiert ist als Sprache, geht es hier um eine andere Form von Ratio und nicht um emotionale Pseudo- oder quasi-analytische Erfahrungen, sondern um existenzielle analytische Erfahrungen, die nicht das Unbewusste adjustieren sollen an die Realität oder an die Ich-Vorstellung, die getäuscht ist, sondern umgekehrt das Ich dekonstruieren, aushebeln sollen, um das Unbewusste zum Vorschein zu bringen. Jetzt haben wir einfach in die Lesung des Textes hineingesprochen. Man kann das ja selber nachlesen und aufdröseln.